Hallo und herzlich willkommen zurück zu Titan Quest Ragnarök. Ja, wir sind hier in Chang'an angekommen, waren über die chinesische Mauer gerannt, haben ein paar tolle Gegner kennengelernt und jetzt wollen wir mal schauen, was hier in dieser Stadt so los ist. Der große Meister Konfuzius. Edle Waffen, starke Rüstungen, gerade gut genug Sachen für die Macher verkaufen. Des Kaisers. Schau, eins zu alle Fähigkeiten ist aber mit Stärke, ja. Nehme ich mal mit. Das mal weg. Trank, gut. Haben wir eigentlich auch schon genug. So. Glück. Jo. Ah ja, die Nymph. Die haben wir schon. Nein, die haben wir. Die ist jetzt so zum Casten. Wie könnte man deshalb nur einen okay. Staat wie diesen ignorieren? Ja, es gibt so einen. Und hast du schon die es gab so einen Mod für das normale Titan Quest ohne Anniversary Edition, wo man halt schnell casten konnte. Da bin ich Basic gewöhnt. Aber das ist ja nun nicht mehr so. Das ist ein bisschen schade. Ja. Ja, schade ist nichts. Aber das Amulett hier. Wo war's? Oder der Ring mit Feuerschaden. Ich werde aber nie ein Feuerbild machen, glaube ich. Weiß es nicht, aber ja. Ich mache nochmal kurz den Sand ein bisschen höher. Hat mir ein bisschen. Ja, dieses Gerede war ein bisschen im Weg da. Wollte ich nicht starten mit diesem Gerede die ganze Zeit. Okay. Machen wir alles aggressiv. Die Item ist noch an. Okay, Warner. Gut. So, hier haben wir scheinbar Terrakotta-Kriege. Also Steinsoldaten. Die wahrscheinlich den Palast bewachen. Das ist ja sehr berühmt, diese Terrakotta-Armee. Ist ja wirklich eine Meisterleistung von diesen. Was sind Steinmetzen oder so etwas? Ja. Und es sind ja so viele Mythen darum, dass die lebendig werden oder waren früher und dann wurden sie versteinert. Aber ich denke, es war einfach so eine Nachbildung vom Kaiser seine Soldaten. Ja, komm. Da ist doch nichts. Manchmal denkt man wirklich, irgendwo sind Soldaten. Also es sind 10 Monster da irgendwo unten. Das hilft halt mir nicht gerade so gut weiter. So. Mach ich einfach hinten ran. Dann geht alles gut. Also Pet-Bild ist halt manchmal immer ein bisschen komisch. So, jetzt sind wir im Palast drin. Okay. Aha. Okay, der ist abgehauen scheinbar. Oh. Weg da. Nein, nicht dorthin gehen. Ich glaube, der geht wahrscheinlich nach hinten. Ja, da ist er wieder. Er wird sofort verschwinden und irgendwo wieder auftauchen. Okay. Weg da. Er ist sofort wieder hingekommen. Er wird natürlich privatisiert, also zuerst angegriffen. So. Jetzt. Nein, noch nicht. Da vorne ist er. Greift ihn an. Ja, ein bisschen habe ich das noch im Kopf, aber ich hätte nicht gedacht, dass er so nach hinten geht. Ich dachte, das sei nur da auf dem Thron. Oh, aber es macht viel Schaden. Jetzt auch an mir. Ja, da kann man nicht so viel machen. So, jetzt greift er sowieso wieder Beschwörungen an. Ne, geht nur weg von dem. Alles ist bewacht. Ich kann es nicht öffnen. So, wunderbar. Das ist ja mal etwas Tolles gewesen. Ein guter Boss sozusagen. Der hat Spaß gemacht. Aber die Items gehen nicht so gut zum Öffnen.
Schade, nichts mehr. Krieger, ein altes Übel hat meine Terrakotta-Krieger verwandelt. Ja. Du hast diesen Geist zur Ruhe gebettet. Jene, die sich an Pflichten und Rechtschaffenheit halten, sollen belohnt werden. Okay, super. 2 Attributspunkte. Schön, wunderbar. Also, dann können wir gleich mal... Ja, Intelligenz. Ja, es ist jetzt nicht so gut. Der Helm, schade. Aber eben, es ist halt jetzt wirklich nicht mehr so, dass es nur beschenkt wird. Dass man wird einfach nicht mehr so beschenkt. Keine Ahnung, vielleicht wollen sie den Multiplayer ein bisschen pushen. Aber ja. Ich habe jetzt wirklich in letzter Zeit bemerkt, dass es wirklich viele nicht mehr so gut motiviert, irgendwo mitzumachen. Also sonden, dass die Leute, die noch nichts haben, einfach so abweisend sind, sollten die lieber so ein bisschen es besser machen können, damit sie auch ein bisschen, ja, beliebt werden, oder? Aber, ja, wie soll ich das sagen? Ja, es gibt halt sehr wenige Zocker, die extrem erfahren und ja, genügend alt sind zumindest. Ich spiele eigentlich immer Spiele so ab 16 oder 18 und dennoch bekomme ich Leute, die recht jung sind und einfach keine Zeit haben und keine Lust haben. Du kannst diese Tür nicht öffnen. Zuerst mal einen Shop machen wollen und so weiter. Dabei müsste ich eigentlich alles 30- bis 40-Jährige haben, die Zeit haben am Abend vor allem. Aber es geht halt nicht, das ist... ja. Ich habe viel mit Familie dann und deshalb kommen nicht so viele. Aber so täglich zocken, das würde mir so viel Spaß machen. Es muss ja nicht gleich in der Arbeitszeit sein, sondern recht spät abends. Aber alle sagen, ja, ich muss Fernsehen schauen mit der Familie. Das hatte ich nie. Ich hatte nie ich habe fast nie Fernsehen geschaut. Ich kannte das gar nicht. Also ich bin aufgewachsen ohne Fernsehen. Habe draußen Fußball gespielt. Auch in der Nacht noch. Konnte alles machen. Heutzutage bist du ja drin und kannst ja nichts anderes machen. Ja. Das ist einfach so ein bisschen, ja, komisch, wenn man jetzt so viel Zeit hat und trotzdem niemand hat, der mit mir spielt oder so. Aber es gibt wirklich jetzt ein paar Leute, die doch mitgemacht haben, aber nur ein Game. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe keine. Ich habe recht viele. Aber ja, die wollen natürlich auch nicht mitmachen, die wollen irgendwas anderes machen oder sind extreme süchtig. Also je älter ein Mensch wird, desto süchtiger wird er. Habe ich so das Gefühl. Eigentlich sollte man immer wie lebenserfahrener werden und nicht mehr so extrem auf Sucht aufspringen. Aber ich habe so süchtige Leute. Das Extremste, wie die weiterkommen, spielen und dennoch nicht sagen, oh, das Spiel wird langsam langweilig oder so. Sondern, ja, die wollen Hardcore, die wollen alles Spiele fertig haben. Dankeschön. Ja, ich muss jetzt unbedingt wieder weggehen von diesen Standorten. Das sind ja wieder diese blöden Titel. Ich hoffe, die sind jetzt bald dann weg. So. Ach ja. Das sind jetzt wirklich die schlimmsten Gegner, sozusagen, für Beschwör. Das sind die Dot-Monster nicht so schlimm. Da kann man wenigstens noch reagieren. Ja, gut. Aber wir schaffen das jetzt durch. Was? Call of Natur. Habe ich Erfolg bekommen. Sehr gut. Call of Nature.
scheinbar wegen diesem, ja, wegen dieser Natur, die jetzt kommt. Ruf nach der Natur, also kommt's jetzt. Ja, sieht auch sehr natürlich hier aus. Einst war ich ein mächtiger General, gefangen in der Illusion des Lebens. Dann fiel ich in Ungnade, weil ich es nicht schaffte, die Monster aufzuhalten. Ich beschloss, hierher zu kommen, um über meine Natur nachzudenken, damit ich ihre verstehen kann. Okay. Ich brauchte weder Waffen noch Rüstung. Daher warf ich alles in eine Höhle, die hier ganz nahe ist. Okay, eine Waffenhöhle sozusagen. Da unten ist sie wahrscheinlich schon, aber das ist wahrscheinlich die falsche. Ah, nochmal Raptoren, hä? Also, ich möchte eben diese große Lebenserfahrung, die ich habe, so ein bisschen weitergeben in meinen Videos. Also manchmal ist es halt einfach ein bisschen Gerede, wenn jetzt gar nicht so viel passiert. Aber, ja, ich muss halt auch wieder ein bisschen beliebter werden. Ich muss erstmal beliebter werden. Und das mache ich dann eher mit Sport, also... Ich bin so gut, ich bin so ein Mega-Talent im Fußball. Ich muss das einfach auch dann wieder weiterbringen als Trainer und so weiter. Und eben, ich fühle mich sehr jung. Ich könnte wirklich ständig nur Fußball spielen am Tag. Ich bin so topfit. Dadurch danach wieder mehr Leute anlocken, die dann hoffentlich auch ein bisschen älter sind. Und ja, so geht's bei mir. Aber ihr dürft jederzeit mir natürlich unterstützen. Das motiviert mich natürlich auch, nebenbei noch Sport zu machen und eben viel zu Let's Play und zu ja, Videos zu machen, viele Leute zu treffen. Das ist einfach eine riesige Motivation. So, da sieht man gerade nicht so viel. Die kommen, die verfolgen uns dann gleich. Die sind so aggressiv. So, aber eine sehr schöne Ebene, Bambuswälder. Sind sowieso sehr schön und sehr lebendig, die wachsen und ja, verändern sich mit der Zeit. Manchmal wird der Boden unfruchtbar und wandert der Wald so extrem schnell. Und es gibt scheinbar eine Pflanze, die irgendwo im Amazonas ist oder so, die ein extremes Wachstum haben und riesige Blätter haben. So etwas wollen sie heute hier anpflanzen, damit ja, die Industrie nicht so eine Chance hat, überall alles zu verschmutzen. Und ja, finde ich eine gute Idee, das ist wirklich etwas Tolles. Ich bin sowieso einer, der recht viel Bio isst und auch gesund isst. Nicht so eine Chance gibt den ja, Fabriken und Fastfood-Läden und so weiter. Ich habe jetzt sicher schon ja, ein Jahr oder mehr kein Fastfood mehr gegessen als irgendwo in einem Shop, also einem Laden, einem Restaurant. Zu Hause nehme ich noch Pommes, weil meine Schwester das so gerne hat, aber sonst nichts. Weil je intelligenter du wirst, desto mehr wirst du natürlich dem Körper auch etwas Gutes tun. Und ich habe so das Gefühl, man lernt halt einfach zu viel Blödsinniges und dann will man nur noch Fastfood essen oder so Sachen. Die Schule sollte lieber ein bisschen konzentriert sein auf gute Sachen, wo man wirklich täglich braucht. Weil ich habe so lange Algebra gelernt und brauche es heute nie mehr. Für was war Algebra? Zahlen rechnen. Das braucht man heutzutage überhaupt nicht. Oder kennt ihr irgendwo noch eine, ja, eine Arbeit, wo Algebra genutzt wird? Nirgends. Auch Geometrie, also Geometrie eher fürs ja, Handwerken, für das aufzubauen, aber das hat man dann in einem Jahr und vergisst es nicht mehr so schnell. Aber nein, 6 Jahre lang Geometrie, immer wieder das Gleiche, jedes Jahr wiederholt. Und dennoch weiß man es jetzt heutzutage nicht mehr.
Man verlernt es nach, ja, 15 Jahren hat man es wieder verlernt. Das ist wirklich so. Jo. Also, mein Ziel ist es halt schon ein bisschen, die Leute intelligenter zu machen. Also, vor allem umweltbewusst und alles. Irgendwie schaffe ich das dann schon. Muss aber eben zuerst berühmt werden und Anerkennung bekommen, bevor ich dann in die Politik gehe, ohne Ausbildung. Aber ich würde mir wirklich freuen, wenn ich dann in der Politik mal das wirklich ins Gute verändern könnte. Weil da geht es natürlich den Gamern auch gut. Geht es allen gut. Ja. Keine Zeit mehr verschwenden. Wieso nicht? So, was haben wir denn hier? Leichen. Also Leichs. Okay. Ei, die ist dann nicht mehr. Boah, da bekommt man schon eins ab. Gut, wunderbar. Wir sind besiegt. Aber was ist denn hier? Ich erkenne es nicht so gut. Ah, eine Essenz der Gelassenheit des Jadekaisers. Gut, hat er mir noch etwas geschenkt nach der Quest. Interessant, dass so viele Magier hier sind. Hier könnte ich eigentlich farmen. Aber ja, die Pets müssen noch ein bisschen selber. Sonst muss ich wirklich mal Leben drauf packen. So ein Schaden. Könnte jetzt sein, dass irgendwas dann. Ja. Passiert, also dass man wirklich nicht mehr weiterkommt. Hier ist schon mal etwas, aber ich hätte gedacht, da wäre irgendwer ein Boss. Vielleicht später, also im zweiten Schwierigkeitsgrad. Oder im letzten Schwierigkeitsgrad. Da habe ich irgendwann mal gehört, dass sie so Spezialbosse und Schwierigkeitsgraden früher bringen. Aber ja, ich kann es wirklich nicht sagen, ob das wirklich stimmt. Aber hier ist ja gar nichts. Wo geht's noch durch? Für was ist denn das da? Ein Schrein, okay. Kommt man hier irgendwo hoch? Man sieht vom Dach eigentlich fast gar nichts. Nee. Okay. Komisch. Also scheinbar ist schon irgendwas hier oben. Und die Pets hängen gleich mal dort. Gut, gehen wir wieder zurück. Vielleicht hier irgendwo? Nö. Okay. Da bin ich schon ein bisschen überrascht, was wir hier gefunden haben. Ein bisschen enttäuscht. Ich habe doch mehrere grüne Items gefunden. Ah, Säbel. Okay, und den mongolischen Chakra. Den nehme ich natürlich. Weil, mit Krieger und Jagd kann man einen extrem guten Chakram-Krieger machen. Der schon fast Nahkampf ist, aber nicht ganz. Und extrem austeilt. Den möchte ich jetzt einfach mal antesten. Begonnen habe ich ihn eigentlich schon, aber ich habe Runenmeister und Jagd genommen. Ich finde ja, er schießt da nicht zwei Chakram oder Wurfsachen. Jo. Oh, ne, das ist natürlich. Na, kommt hier noch? Ja, wenn man uns hier so kehrt, also die Pets dann gleich mal zupacken lässt, dann ist natürlich schon finito. Weil die ja nicht so viel Angst haben. Schon fertig? Hier geht es noch runter und noch rauf. Gut. So. Ich war Anfang Dezember im Krankenhaus wegen Leber und Nebennierenproblemen.
und war dann richtig geschwächt und jetzt bin ich wieder topfit. Das ging so schnell. Ich liebe es einfach, jetzt wieder fit zu sein. Wenn man jetzt wirklich so eine Krankheit hat, wo man dann plötzlich wieder nicht so fit ist und so, dann hat man das einfach gerne und schätzt einfach, dass man den Körper fit hält. Und deshalb ist es natürlich für mich besser, anstelle zu gehen, rauszugehen, aber das kann ich ja momentan im Winter auch nicht. Es ist auch dunkel und alles. Ja, deshalb bin ich eher ein Winter-Let's Player, aber ich werde natürlich schauen, dass ich immer wieder Let's Playen kann. Weil es geht so schnell zum Hochladen, da kann ich in der Nacht das aufnehmen und am Morgen dann hochladen, bevor ich dann weggehe, wieder Fußball spielen. Und ihr habt dann den ganzen Tag eigentlich Videos. Ich will jetzt mal alles erkunden, ich will die Quest nämlich machen. Ja, kommt, nicht die Kleinen, die Großen müsst ihr besiegen. Ich will hier wieder so viel Leben, nur weil die so KI-doof sind. Okay, da war es mal nicht. Ich sehe jetzt gerade auch keine Höhle. Ich gehe aber noch mal kurz rauf, weil die Höhle könnte ja links sein. Ich glaube, die Höhle habe ich wirklich nicht gefunden, als ich mal durchgerascht bin, ne? Ach, besiegt die endlich. Immer diese Heuschrecken, Gottesanbilder, nein, das sind Dinge, doch Gottesanbilder sind es. Rebengewächs haben wir auch schon genug. Hier oben ist etwas, aber das ist, ein Schrein wahrscheinlich. Ein Lebensschrein. So. Ja, aber da oben kommen wir jetzt auch nicht gerade so gut hin. Und können hier runter. Ich glaube, da ist nichts. Ich glaube, ich weiß, was dort ist. Das können wir dann später anschauen. Weil wir sowieso dann zwischendurch beenden muss und dann sind die Gegner wieder dort. Okay. Jetzt habe ich aber gar keine Übersicht. Ah, das ist die Höhle. Okay, das könnte die Höhle sein. Aber so da. Schrein der Dorn. Habe ich, glaube ich, gar nicht aktiviert, hä? Ja, doch. Jojo. Hier ist auch noch eine Höhle. Hier sind wir aber rausgekommen. Ja, ich denke, hier sind wir rausgekommen. So. Ja, jetzt sind wieder diese Dragonen hier. Die gefallen mir nicht so, weil Dragonen, das sind eigentlich Menschen, die mit Pferd reiten. Und vielleicht haben sie die aus, ja, von denen hier. Einfach Mythologie halt. Aber ich glaube, das ist vom Spiel selber. Ich habe noch nie von Dragonen gehört. Eher von Götterdrachen und so Sachen im Chinesischen. Ah, Güte. Also, wie kommt man jetzt dort rüber? Bing San. Okay. Manche schreien und verfluchen diese Monster. Also, wir töten mal kurz die Gegner zuerst, sonst sterben sie noch. Da ist nichts. Ja. Bevor der große Weise Lao Tzu seine Stellung bei der Kaiser... Ja, das ist erst ein bisschen ein Tao-Magier von großer Macht lebte ganz allein im Jingetal, nicht weit vom Berg Quiyun. Er besuchte uns jeden Neumond, um Neuigkeiten zu erfahren und Reis zu holen. Aber der Mond ist gekommen und gegangen und wir haben ihn nicht gesehen. Ein Magier müssen wir besuchen. Ah, gibt's hier nicht noch einen coolen Boss? Naja. Kommt mal hier hin, bitte.
Weg vom Standartenzeug. Ja, das ist momentan ein bisschen blöd, aber ich glaube, wir schaffen das auch so. Das sind jetzt wirklich andere Tigermenschen. Okay. Interessant. Wirklich interessant. Es fängt wirklich jetzt langsam schwer an. Also es hat deutlich zugenommen. Komm, Fremde, wir haben heute ein paar gute Sachen für dich. Ja, brauchen wir nicht. Und die auch nicht. Und der auch nicht. Ja, Energietrank natürlich nochmal. So. Was haben wir denn hier? Blitzschaden. Das ist gleich, gell? Ja. Ja, relativ wenig. Lebe wohl! Ich will jetzt aber rauf noch zur Höhle. Es ist nämlich schon richtig viel Zeit vergangen in diesem Part. Und ich habe ja gestern schon zwei Parts aufgenommen und gebracht. Also, ja, sollte ich jetzt nicht allzu viele Parts gerade wieder machen. So. Aber es ist wirklich schön, also es motiviert extremst. Ich würde jetzt wirklich schon ein Part noch aufnehmen. Okay, eine Harpune. Ist wahrscheinlich ein Speer. Ja. Okay. Jetzt ist es wieder ein bisschen leichter, aber die Tigermenschen, die sind schon schwer. Die habe ich nicht so in Erinnerung, aber... Hä? Wie kommt man denn hin? Ah, da drüben, okay. Ah, yeah. So, ich hoffe, hier ist das Waffenlager. Sonst kenne ich keine Höhle mehr, also... Eben, es ist alles blind eigentlich hier. Je weiter ich war, desto weniger Bock hatte ich schon ein bisschen mich umzuschauen, Quests zu machen. Aber das war, ich glaube, in einem Krieg oder so. Ich glaube, es war ein Schild, also ein Defensiver, und da hatte ich wirklich keine Lust, jeden Gegner zu besiegen. Es war viel zu langsam. Aber ja, mit dem Pet-Bild ist es eigentlich sehr schnell. Ich bin überrascht, wie gut ein Pet-Bild werden kann. Also. Ja, ist schon heftig. Ja, sonst gehen wir natürlich nochmal zur Höhle rauf. Eine von den beiden ist sicher eine Höhle, die wir nicht gesehen haben. Ja, mehr kann ich jetzt auch nicht sagen. Und dann können wir die Magie nochmal besiegen. Vielleicht finden wir dann wirklich einen Zauberstab, der gut ist. Sonst müssen wir warten. Bis zum 5. Akt zumindest. Bis ich ein neues Pet habe. Das manchmal rauskommt beim Angreifen. Finde ich jetzt nicht so gut, weil ein Mage greift eigentlich nicht so viel an. Ein Beschwörer greift eigentlich nie an. Okay, es ist nichts hier, hä? Jo. Dann beende ich diesen Part und bringe dann morgen wieder zwei Parts. Das ist schon toll hier. Und schönen Tag euch und viel Spaß noch. Tschüss.